Die Corona-Testergebnisse von unseren Regierungsmitgliedern sind da und ich habe gleich ein Ranking der Hollywood-Spitzengehälter für euch. So viel kriegt die Schauspielerin, die mehr verdient als alle anderen. Das schöne Wetter ist heute in Österreich circa so fair aufgeteilt wie die Fünfer bei meiner letzten Mathe-Schularbeit, nämlich gar nicht fair. Im Osten wird es schön, sonnig und warm, im Westen eher grau und ab dem Nachmittag regnet es dann auch dort. Damit guten Morgen bei Push, dein Update für deinen Start in den Dienstag. Aber vorher zu Donald Trump. Nach nur 3 Nächten im Krankenhaus ist er jetzt wieder zurück im Weißen Haus. Hier tritt er dann gleich mal demonstrativ ohne Maske auf und das, obwohl er höchstwahrscheinlich noch ansteckend ist. Aber er inszeniert sich ja natürlich wieder als unverwüstlicher, starker Mann, auch wenn niemand so wirklich weiß, wie es dem 74-Jährigen tatsächlich geht. Zur Risikogruppe gehört er auf jeden Fall. Offiziell spielt er die Gefahr durch das Coronavirus wieder einmal mehr herunter. And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Lasst euch nicht von ihm beherrschen und habt keine Angst, sagt er da. Unmittelbar davor hat er auf Twitter noch angekündigt, dass er bald den Wahlkampf wieder aufnehmen will. Die Fake News zeigen nur Fake-Umfragen, schreibt der Republikaner, der 4 Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den Umfragen weit hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden liegt. Ja, das ist schon heikel, wenn auf einmal die, die die Viruskrise managen sollten, selbst direkt von ihr betroffen sind. Gestern ist ja bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter von Sebastian Kurz positiv auf Corona getestet worden ist. Und damit ist auch klar, auch unser Bundeskanzler und die meisten Ministerinnen und Minister könnten Covid haben. Deshalb sind alle offiziellen Termine abgesagt worden und alle haben sich vorsichtshalber testen lassen. Heute in der Nacht sind jetzt die Ergebnisse gekommen. Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler und die meisten anderen Regierungsmitglieder, die Kontakt mit der infizierten Person gehabt haben könnten, alle sind negativ. Die Regierungsspitze war nach eigenen Angaben am vergangenen Mittwoch im Ministerrat das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt. Der hat am Dienstagabend noch ein negatives Testergebnis gehabt und dann ist die Informationskette gestartet worden. Hollywood hat eine neue Spitzenverdienerin. Sofia Vergara, kennt ihr vielleicht aus Modern Family, die führt die neue Rangliste der bestbezahlten Schauspielerinnen der Traumfabrik an. Insgesamt nimmt sie in 12 Monaten 43 Millionen Dollar ein. Und das, obwohl sie bei keiner großen Kinoproduktion mitgemacht hat, wo es normalerweise die höchsten Gagen gibt. Auf Platz 2 mit 35 Millionen Dollar Angelina Jolie und Wonder Woman, Gal Gadot, kommt mit 31 Millionen Dollar auf Platz 3. Scarlett Johansson, die letztes Jahr ganz vorne war, schafft es diesmal nicht einmal unter die Top 10. Letztes Jahr hat sie allein für ihren Einsatz in Avengers Endgame rund 35 Millionen Dollar bekommen. Insgesamt hat sie in dem Jahr einen Gewinn von 56 Millionen Dollar gemacht. Dieses Jahr verdient sie fast 40 Millionen weniger. Ihr aktueller Film Black Widow ist wegen Corona ja auch einmal mehr verschoben worden. Insgesamt verdienen die 10 bestbezahlten Schauspielerinnen zusammen 254 Millionen US-Dollar. Was einen ziemlichen Rückgang von satten 20% ausmacht im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich dazu, die 10 bestbezahlten männlichen Schauspieler kassieren doppelt so viel. So viel zum Thema Gleichstellung in Hollywood. Ja, wir haben den 6. Oktober, es ist der erste Dienstag im Semester für alle Studentinnen und Studenten und auch wenn es nur teilweise im Hörsaal ist und vieles über Lernplattformen stattfindet, viele lernen sich doch gerade kennen. Oder passiert das eh alles nur online, auf Dating-Apps und so weiter? Wir gehen dem Klischee Online-Dating auf die Spur und fragen heute mal direkt vor Unis. Mit Online-Dating? Scheiße, funktioniert nicht so gut. Also, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Online-Dating. Nein, würde ich grundsätzlich nicht sagen. Also, normalerweise lernt man sich schon noch im Club oder in einer Bar oder sowas kennen. Oder vielleicht auch auf der Uni. Ja, ich habe meinen Freund zum Beispiel auch über Instagram kennengelernt. Also, er hat mir auch einfach über Instagram geschrieben. Und da ist diese Hemmschwelle halt überhaupt nicht mehr da, finde ich. Hat Vor- und Nachteile. Nach meiner Meinung nicht. Also ich finde Online-Dating nicht so, funktioniert nicht so gut, wie wenn man sich persönlich wieder kennenlernt irgendwo. Deswegen bin ich da auch nicht so der Typ für, tatsächlich. Also man nutzt halt die Ressourcen, die da sind. Und heutzutage sind super viele Ressourcen dahingehend da. Und deswegen werden die auch genutzt. Ja, jetzt mit Corona wahrscheinlich schon öfter online auch. Das war das Wichtigste für jetzt mal. Wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Update hier bei Push. Boom, 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 boom.